Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nachdem wir jetzt viel Unsinn von Herrn Böhringer über Europa gehört haben, können wir uns ehrlicherweise ist das ja so. Vielleicht, Herr Böhringer, wenn Sie diesem Haus was Sinnvolles hätten erzählen wollen, dann hätten Sie uns erzählen können, wo die schwarzen Kassen in der AfD herkommen, wo Frau Weidel ihr Geld herbezieht, wo aus der Schweiz und anderen Ländern das ganze Schwarzgeld kommt, mit dem Sie sich hier finanzieren. Ehrlicherweise wäre das vielleicht sinnvoller als Ihren sonstigen sachgrundlosen Unsinn. Im Kern ist es so, dass Sie mal mit Frau Weidel sich unterhalten können, und dann können wir über das Schwarzgeld, die Schwarzgeldaffäre, die aus dem Ausland finanzierten Rechtsradikalen in diesem Land reden. Ich glaube, bis Sie das nicht geklärt haben, sind Sie weder satisfaktionsfähig noch in der Lage, uns hier irgendetwas zu erzählen. Und wenn Sie denn dann schon sich hinstellen und sagen, Sie wollen den Soli ganz abbauen, dann zeigt es, dass Sie nicht für das Volk, die 90% der Menschen in Deutschland, Politik machen, sondern nur für die Reichen und Besserverdienenden. Das ist nun mal AfD. Sie kümmern sich nur um die wirklich Reichen, und Sie kümmern sich nur um Ihr Schwarzgeld aus dem Ausland, aber Sie kümmern sich nicht um die Menschen in diesem Land, und das ist schäbig. Hingegen diese Große Koalition hat ein Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der einen hervorragenden Haushalt vorgelegt hat, ausgewogen und vernünftig finanziert, solide, wie man es gewohnt ist. Und seit die SPD mitregiert mit der Union, auch ohne neue Schulden. Das hat die CDU ja von uns erst mal lernen müssen. Die 4 Jahre mit der FDP hat sie ja laufend jedes Jahr neue Schulden gemacht. Sie können ja Herrn Schäuble fragen, der kann das bezeugen. Erst seitdem Sie mit der SPD regieren, gibt es in diesem Land Haushalte ohne neue Schulden. In der Tradition befindet sich Olaf Scholz. Er macht das ganz hervorragend. Der vor uns liegende Haushalt zeigt das auf. Wir investieren in die Zukunft dieses Landes. Wir investieren in Familien. Wir investieren in Bildung. Wir investieren in die Infrastruktur. Alles das, was richtig, wichtig und gut ist. Wir haben auch, die AfD wird es nicht gerne hören, Geld für die Entwicklungshilfe gegeben. Wir haben die Oderquote gehalten. Wir haben das auch noch zusammen mit der Union erreicht. Ich meine, das ist doch ein echter Erfolg. So, das hat die FDP nie geschafft. Die FDP hat dafür gesorgt, dass die Oderquote abfiel, als sie regiert haben. Das heißt, da kann man doch den Unterschied zwischen einer großen Koalition, die solide für die Menschen arbeitet, und einer schwarz-gelben Koalition, die Schulden macht, erkennen. Es gibt ein Familienentlastungsgesetz, Kindergeld, Freibetrag, kalte Progression. Der Bund zahlt 4,5 Milliarden. Wir haben ein gutes Kita-Gesetz. Wir helfen den Ländern gemeinsam mit den Ländern, nicht gegen die Länder, sondern gemeinsam mit Ländern und Kommunen wird Franziska Giffey individuell verhandeln, wie man da vor Ort helfen kann. Wir haben uns gegen eine Wehrpflicht entschieden, nachdem die ursprüngliche Wehrpflicht leider abgeschafft worden ist, was ich hier noch mal bedauern möchte. Nicht jeder sieht das so, ich sehe das so. Aber um den Präsidenten zu zitieren, wenn it's over, dann it's over. Die Wehrpflicht wird nicht wiederkommen, die allgemeine Dienstpflicht für alle auch nicht, aber Freiwilligendienste. Und wir haben deswegen die Freiwilligendienste gestärkt. Wir haben dafür gesorgt, dass sehr viel mehr Geld für Bundesfreiwilligendienste, für das freiwillige soziale Jahr und Ähnliches ausgegeben worden ist. Klimaschutz, Umweltschutz, saubere Luft, Barrierefreiheit an Bahnhöfen haben wir zusammen, Kollege Rehbecher erinnert sich, auch durchgesetzt. All das ist gut. Der Bürger wird entlastet, der Soli wird abgeschafft werden für 90% der Menschen in diesem Land. Und die anderen können sich ihren Teil leisten, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Deswegen ist das sozial, deswegen ist es gerecht. Und mit dem Geld, was wir denen nicht wiedergeben, mit dem Geld werden wir auch investieren in Bildung, in soziale Sicherheit und vieles andere. Wir haben unaufgeregt unsere Arbeit gemacht. Viele Journalisten sagen ja immer, die in Berlin sollen mal zur Sacharbeit zurückkehren. Ehrlicherweise, wir haben immer Sacharbeit gemacht, Sie haben es nur nicht bemerkt.
Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Diese große Koalition hat, seitdem sie gewählt worden ist, auf der Arbeitsebene eine hervorragende Arbeit gemacht. Den Rest da oben wollen wir mal nicht diskutieren heute, sondern auf der Faktenebene ist das der zweite Haushalt, der in diesem Jahr beschlossen wird. Er ist sozial, er ist gerecht, er macht keine neuen Schulden, er ist gut. Vielen Dank, Olaf Scholz. Nächster Redner ist Otto Frege, FDP.